Weigo betrifft Christian Jost. Was inspirierte Sie in Ihrer Kindheit? Wie kamen Sie zum Komponieren? Oh ja, also meine Kindheit, das ist im Grunde genommen die große Quelle, aus der ich also bis heute all meine Werke mehr oder weniger ziehe. Das kann ich gar nicht so auf einen bestimmten Moment konzentrieren. Aber ich war ein sehr träumerisches Kind und habe mich immer gerne, bin gerne so den Dingen nachgesponnen. Und das mache ich bis heute teilweise und das braucht man auch besonders für den kompositorischen Prozess. Gab es auch andere Berufswünsche? Ja, ich wollte eigentlich als kleiner Junge immer Astronaut werden. Und weil mich so diese Sehnsucht nach Weite, nach dem Entdecken ganz, ganz unterschiedlicher und Dinge in so einer bestimmten Form von Grenzüberschreitung, das hat mich sehr fasziniert als Kind. Allerdings wurde mir dann auf Autofahrten immer relativ schnell schlecht, was, sagen wir mal, für jetzt jemand, der dann sich auf so eine Kapsel einschließen möchte, um dann ins All zu schießen, ist das vielleicht nicht so eine ganz gute Voraussetzung. Sie dirigieren Ihre Werke oft selber. Mögen Sie es, wenn andere Ihre Kompositionen dirigieren? Wenn Sie das gut machen, ja. Wenn Sie es nicht gut machen, dann ist es blöd. Wobei, also gut machen bezieht sich letzten Endes doch immer nur auf die handwerkliche Seite. Also was jetzt Interpretationen angeht, bin ich überhaupt gar nicht festgelegt. Das ist dann auch, wenn das ein guter Musiker ist, ist das auch immer okay und auch immer gut. Problematisch wird es einfach nur, wenn man die Dinge nicht bewältigt, die man da an Material, an Notenmaterial zur Hand gegeben hat. Sei das nun dirigentisch oder spielerisch oder wie auch immer. Also wenn es technisch Probleme gibt, dann bestimmte Dinge nicht zusammenbekommt und diese Dinge, dann habe ich ein Problem damit. Dann finde ich das nicht so gut. Aber was jetzt Interpretationen angeht, bin ich wirklich sehr, ich im Grunde genommen total offen. Sie haben in Köln und San Francisco Komposition und Dirigieren studiert. Hatten Sie damals schon einen Plan, der Sie nach Berlin bringt? Nee, überhaupt keinen. Nein. Also da bin ich auch jemand, viel zu sehr ein Mensch, der auch Dinge auf ihn zukommen lassen möchte. Also ich kann das nicht so durchtakten, auch wenn jetzt, sagen wir mal, der Kompositionsplan, so auch jetzt für mich der nächsten Jahre oder auch der letzten Jahre, sehr intensiv war und auch mit vielen Stücken, die einfach zu arbeiten sind. Da muss man sich schon sehr gut einteilen und die Sache gut organisieren. Aber ansonsten bin ich wirklich ein Mensch, der auch eine bestimmte Öffnung bereithalten möchte, um Besonderes in meinem Leben stattfinden zu lassen. Sie dirigieren am 17. und 18. Februar 2012 an der Komischen Oper Ihr Werk Mikropolis. Heute Abend mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin erklingt Kosmodronion. Erzählen Sie uns von den Werken. Oh ja, da liegen nicht nur fast 12 Jahre Entstehungszeit dazwischen. Insofern für doch noch einen sich sehr jung fühlenden Komponisten doch eine erstaunliche oder eine lange Zeitspanne. Mikropolis natürlich als Oper, auch als Familienoper gedacht, geht in eine völlig andere Richtung als Kosmodromion. Nicht nur, weil es Musiktheater ist, sondern auch, weil es auch für das Musiktheater eine besondere Form darstellt. Kosmodromion ist ein Konzertstück, in dem ein Schlagzeuger oder in dem eine Klangwelt und eine sehr große, ausgeweitete Schlagzeugszenerie schreitet. Klanglich gesehen verbindet beide eine Liebe zu allem, was groovt und swingt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das höre ich auch bei Beethoven, Mozart, wenn ich finde, dass das oftmals in der klassischen Musik teilweise ein bisschen zu streng gehandhabt wird. Aber dabei waren das auch Komponisten, wenn das rhythmisch einfach abging und groovte, bin ich davon sehr angesprochen, weil ich auch Musik sehr körperlich empfinde, bei aller geistiger Durchdringung, die notwendig ist, um solche Partituren herzustellen.
Wie und wo komponieren Sie? Eigentlich mehr oder weniger überall. Also was jetzt die Inspiration und auch das Zusammenstellen bestimmter Klänge angeht, das ist so ein Prozess, der läuft eigentlich permanent durch. Natürlich das eigentliche Aufschreiben, dazu brauche ich einfach einen Tisch, brauche ich einen Schreibtisch, an dem ich das mache. Und das mache ich auch dann sehr gerne in meiner Kammer, also das eigentliche Aufschreiben. Also kein Computer? Und doch, Computer verwende ich auch. Mhm. Das ist einfach, weil ich finde, dass mir das eine gewisse, noch zusätzlich zu dem mit der Hand schreiben, gibt mir das eine andere Form von Objektivität, auf das Werk zu schauen. Und diese Objektivität schätze ich sehr, weil es ist immer, wenn man sowas Handgeschriebenes hat, dann da auch mal was wegzureißen und wegzuschmeißen, tut man sich immer so ein bisschen schwerer, als wenn man das, wenn man es einfach nur eingetippt hat. Aber letzten Endes ist auch das nur ein Tool, ein Spielzeug, ein Utensil, wie ein Schreibtisch, wie ein Bleistift auch. Ja, die Stücke, die entstehen hier und da und so werden sie auch gestaltet. Welche Entwicklung hat die zeitgenössische Musik in den letzten 10 Jahren gemacht? Die zeitgenössische Musik, also das ist immer ein bisschen so eine Frage, muss man unterscheiden, was versteht man unter zeitgenössischer Musik. Also ich fühle mich absolut als zeitgenössischen Komponisten, das heißt aber, glaube ich, für Sie oder auch jetzt für den Betrachter was völlig anderes als das, was ich eigentlich meine. Das heißt, ich stehe in dieser Zeit und arbeite mit den Mitteln meiner Zeit. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt auch immer, dass das Rad neu erfunden wird oder dass das ein total permanent neues Ding ist, was man da machen muss, sondern es geht eigentlich um andere Dinge. Es geht um für mich zumindest, um eine Lebendigkeit, um organische Prozesse musikalisch deutlich zu machen, die auch einer globalisierten, komplett aufgebrochenen Weltrechnung tragen können. Und ich finde alles schlecht, vielleicht kann man das da auch einfassen, was ich da beschränkt an Strömungen oder was ich jetzt limitiert auf nur eine bestimmte Form von Ästhetik, das halte ich eigentlich, das ist ja über viele Jahre praktiziert worden, für eine Einbahnstraße und die führt auch zu nichts. Welche Komponisten Ihrer Generation plus minus 10 Jahre schätzen Sie und was gefällt Ihnen an denen? Ich finde eigentlich die Kollegen, die wirklich ganz eigen ihr Ding machen. Das, und ohne jetzt zu versuchen, nach links oder nach rechts zu schauen, die schätze ich eigentlich am allermeisten. Und sehr gerne auch die Kollegen, die noch mit irgendeinem Bein auch aktiv am Musikmachen beteiligt sind. Das heißt, entweder dass sie selbst spielen oder dirigieren, was ich ja auch mache. Weil diese Form der Kommunikation, der Lebendigkeit in diesem gesamten Apparat des Musikmachens halte ich für enorm wichtig. Das versuche ich auch auf Meisterkursen immer wieder jüngeren Kollegen mit an die Hand zu geben, dass dieser direkte Kontakt, diese direkte Arbeit, ist enorm wichtig. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. An was arbeiten Sie zurzeit? Wie wäre es mit einem Bratschenkonzert? Ich habe jetzt gerade ein Tanztheater für die Oper in Graz fertiggestellt. Und in dem es auch einige Sänger gibt, also es ist nicht nur für Tänzer. Und schreibe dann ein neues Orchesterwerk und für zwei größere nicht-deutsche Orchester und konzipiere noch das eine oder andere Musiktheaterwerk, wo auch schon die Termine und alles soweit klar ist, was auch sehr, sehr interessante Dinge sind. Ein Bratschenkonzert, wie kommen Sie darauf? Sind Sie Bratschist oder was ist das? Ursprünglich. Ursprünglich, ja. Habe ich noch keins geschrieben. Ich liebe das Instrument. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt und der Zeitplan stimmt, dann mache ich das auch sehr. Was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre?
Für die nächsten 10 Jahre. Also wirklich, das über Inspiration kann ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht klagen. Also das ist ein konstanter Fluss und diese Tür oder diesen Kanal versuche ich auch so weitestgehend offen zu halten, dass das nicht versiegt. So ein bisschen die Angst hat man natürlich immer als Komponist. Dann, dass man gesund bleibt. Also bei diesem doch sehr ereignisreichen und ständig unterwegs sein und reisenden Leben, ist es wichtig, dass man gesund und stabil bleibt, dass man all die herrlichen Dinge machen kann, die man umsetzen möchte.